Libanesische Douglas-Bande bedroht auch Presse und Justiz. Uelzen, Niedersachsen. Sie terrorisieren die Anwohner der niedersächsischen Kleinstadt seit Monaten. Geschäfte der städtischen Einzelhändler werden ausgeraubt, Passanten willkürlich zusammengeschlagen. Die libanesische Douglas-Bande treibt im niedersächsischen Uelzen ihr Unwesen. Jetzt stehen endlich fünf ihrer Anhänger vor Gericht. Der Vorwurf: versuchter Totschlag und Schutzgelderpressung. Fünf weitere Ausländer der Bande sitzen in Untersuchungshaft. Doch der Terror geht weiter und trifft mittlerweile auch Journalisten, Staatsanwälte und Richter. Ihren Namen erhielt die Ausländerbande von der örtlichen Polizei, da sie sich im Regelfall von der Douglas-Parfümerie in der Uelzner Innenstadt treffen. Von dort aus starten sie ihre Terrorakte gegen die deutsche Bevölkerung. Seitdem der Prozess gegen einige Anhänger der Libanesenbande begonnen hat, versuchen Familienangehörige Zeugen unter Druck zu setzen. Auch Richter und Staatsanwälte werden Ziel von Bedrohungen und Beleidigungen. Ein Journalist der Uelzener Allgemeinen Zeitung wurde mit den Worten „Wir schlachten euch alle ab“ konfrontiert. Die Polizei hat weitere Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung eingeleitet. Das Verfahren von dem Lüneburger Landgericht hat bereits weitere Wellen geschlagen. Es ist absolut unerträglich, dass Kriminelle Jagd machen auf Journalisten, sagte Michael Konken, Vorsitzender des Deutschen Journalistenverbandes, gegenüber AZ Online. Auch der Niedersächsische Landtag wird sich spätestens im April mit der Sache befassen. So haben ausgerechnet SPD und Grüne, die letztlich maßgeblich für die Massenintegration auch von Kriminellen gesorgt haben, eine Anfrage an die Landesregierung gerichtet, die Maßnahmen zum Schutz der freien Presse in Erfahrung bringen soll. Die libanesische Douglas-Bande besteht aus Jugendlichen im Alter zwischen 18 und 20 Jahren. Bereits jetzt bewegen sie sich jedoch schon nahezu auf Augenhöhe mit anderen kriminellen Ausländerbanden, wie in etwa dem berüchtigten Miri-Clan aus Bremen.